Ziel. Servus Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, uns hat ein Abonnent eingeladen zu seinem Spiel. Er spielt bei GCZ, gegen IB spielt er heute und er hat uns eingeladen. Er ist ein Torwart. Ich werde euch, falls ich noch finde, ein paar Highlights von ihm einblenden. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich gehe zum ersten Mal so ein Spiel schauen und mache zuerst mal so einen Stadion-Vlog. Ich nehme euch mal mit, wir sehen uns später. Ciao. Wir werden jetzt abgeholt und fahren jetzt zum Spiel und ich melde mich, wenn wir in Bern sind. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Ich tippe auf 2-2. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Sieht richtig professionell aus. Leute, so sieht es hier aus. Und hier ist Gonzalo. Und wir haben gesehen, er ist schon in der Startelf und ich hoffe, dass Gonzalo, unser Abonnent, ein gutes Spiel hat. Leute, das Spiel fängt jetzt an. Wir wünschen Gonzalo viel Glück. Schön gemacht von Gonzalo. Stark gemacht. War jetzt mega knapp, Leute. Wir haben einen Ball wieder!
Drauf liegen. Nein. Stark! Stark gehalten! Leute, leider 1-0 für IB, aber wir hoffen, GC holt das noch. Penalti. Gut. Ja. Leute, nicht mal 5 Minuten später, 1-1, hopp geht's hin. Zona, e logo a seguir golo no campo. Mas já empatámos, claro. Isso, brava, Ponce! Pois este senhor aqui realmente está com a cabeça toda molhada. Leute, steht 2-1. Wir hoffen, dass GC noch ein Tor macht. Nein. Schön. Boah, schöner Ball. Leute, steht 3-1. Wir hoffen, dass GC das Spiel noch dreht und 3-3 macht oder 4-3. Komm jetzt schnell. Oh,
Com Simi. Comigo. Toma, Tim, toma. Oh! Boa! Snap! Leute, Halbzeitstand 3:1. Wir hoffen wirklich, dass GC das noch aufholt oder sogar das Spiel dreht. Wir hoffen es. Chegas esta bateria? Sim. Motor fora. Empresta. Ah, pai, eu te vejo o dia todo mundo. Do surto. Chuva. Fast. Leute, es steht 4:1. Noch 15 Minuten sind zu spielen. Ich hoffe, dass sie das noch holen, aber ich denke nicht, dass es noch möglich ist. Konter, komm! Stark, Uli. Não, hoje não. Hoje fez o pouco. Ele hoje até nem vejo muito chateado, vejo a cara dele, até parece que sabe que até não está muito mal. Mas devia ver.
So Leute, mittlerweile sind wir jetzt zu Hause angekommen. Leider hat das Team von Gonzalo 4-1 verloren. Aber er war für mich wirklich einer der besten Spieler. Ihr habt ja auch seine Paraden jetzt gesehen. Also ich sage euch ehrlich, für mich, er ist ein Torwart für die Zukunft. Also GZZ, ihr sollt ihn behalten. Aber gegen Ibe kann man nichts machen. Diese Mannschaft ist ja die stärkste hier in der Schweiz mit Basel. Aber momentan Basel auch nicht so stark. Auf jeden Fall, er hat gekämpft bis zum Schluss, hat auch nicht aufgegeben. Das gefällt mir. Wenn ihr Bock habt auf weiterhin solche Videos, dann schreibt es in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall Gonzalo weiterhin so supporten wie heute. Er ist wirklich für mich ein Torwart für die Zukunft. Und ich hoffe, dass er eines Tages irgendwo höher spielen kann. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.